Hallo Leute und damit willkommen zurück zu unserem Diablo 3 Let's Play. Es tut uns leid, beziehungsweise mir tut es leid, ich habe meinen Charakter irgendwie um 2 Level erhöht. Ich weiß nicht warum. Ich habe heute Morgen selbst ein bisschen im Singleplayer die Welt erkundet und da habe ich wohl meinen falschen Held ausgewählt. Tja, passiert. Aber ich würde sagen, wir gehen dann mal wieder weiter. Der Yugi Freak begrüßt euch auch ganz herzlich. Und ja, genau. Könnte ich ja auch sagen. Herzlich willkommen. Und dann würde ich auch sagen, wir fackeln hier jetzt nicht lange rum und fangen jetzt direkt an. Wir wollten ja jetzt wieder zurück nach Neu-Tristram und das machen wir jetzt auch. Würde ich vorschlagen. Ja, ich bin da. Bei mir lädt es. So, ich bin auch da. Jetzt müssen wir mit Hauptmann. Nee, mit Lea müssen wir sprechen. Kommt, lasst uns auf die Suche nach eurem Onkel gehen. Zuerst müssen wir in die Kathedrale gelangen. Die Wachen hatten ihre Tore verschlossen, bevor sie aus dem Hinterhalt angegriffen wurden. Rumford hat mir erzählt, dass sie sich bis zu Adrias Hütte durchgekämpft hatten. Der Schlüssel muss noch immer dort sein. Das wollte ich gerade auch sagen. Aber wir müssen zur Kathedrale, ne? Wir müssen das auch schon irgendwie schaffen. Komm, dann beamen wir uns jetzt zu den alten Ruinen. Hier liegt doch direkt ein toter Milizsoldat. Lass mich das Tor öffnen. Ist doch schön. Aber meine Mutter. Der heißt nicht viel über sie. Der heißt euch willkommen. Als ich noch klein war. Und Onkel Deckard hat mich großgezogen. Kanntet ihr euren Vater? Toter Dorf. Ich habe gehört, er war ein großer Krieger, der starb, als Tristram dem Dämonen in die Hände fiel. Bei mir lag da nichts drunter. Ich habe Geld und einen einfachen Durchbruch. Bei mir lag da unter dem toten Milizsoldat und unter dem lag auch nicht. Oh, der ist schon hier. Schaut. Hier ist noch ein Toter. Toll, da lag auch nichts drunter. Bei mir gibt es keine Schätze. Komm, wir müssen in den versteckten Keller. Ich glaube, eure Mutter hatte mehr Geheimnisse. Hart, direkt Speicher von mir. Wir müssen ihn erkunden. Wahrscheinlich ist das... Nein, der ist klein. Ja. Hände! Meine Hände werden gleich töten. Glaube, ich habe einen Zauber. Einen Zaubergegenstand bekommen. Ich auch. Vampirkeule des Winters. Ich weiß nicht, ich habe nicht nachgeguckt, aber ich werde es jetzt tun. Ah, ich muss mal kurz in mein Inventar, weil ich glaube, das ist voll. Ich habe vampirhaftes Kurzschwert des Aals bekommen. Aber das ist eigentlich gut. Ja, mal gucken. Minderwertige Vampirkeule des Winters. Ein Kurzbogen, was habe ich denn dafür raus? So. Das kann ich gebrauchen. Dann brauche ich das nicht mehr. Und das brauche ich auch nicht mehr. Das ist eh nichts wert, lohnt sich eh nicht zu verkaufen. Ich kann nicht mehr tragen. 7 Rüstung. Oh, Armschienen, das ist gut. Die kann ich gebrauchen. Und Mittelaugen. Und Heiltränke habe ich 4 Stück. Ja. Hast du was für Hals und Schultern und Kopf irgendwie da in der Richtung? Schultern bekommt man erst später, glaube ich. Aber Hals habe ich auch noch nicht, das bekommt man auch erst später, weil da muss man sich ein Amulett zulegen. Und Kopf bekommt man aber, das sind halt einfache Helme und so. Komm, wir sprechen jetzt direkt mit der Lea. Ja, warte. Wo ist die denn? Ach da, ich hau die schon mal an, ne? Hier ist der Schlüssel. Und das Tagebuch meiner Mutter. Das, was ich bisher gesehen habe, erschreckt mich etwas. Ich will mehr über sie erfahren, wahrscheinlich. Das kann noch warten. Zuerst müssen wir Onkel Deckard retten. Ich werde Deckard Cain finden. Bleibt und deckt die Geheimnisse eurer Mutter auf. Wir brauchen sie. Boah, wenn man meinen Held sieht, dann denkt man auch, wer ist der Feind, ey. Ja, ist so, ne? Wo müssen wir denn jetzt hin? Kathedrale. Müssen wir wieder raus, ne? Ja. Hier ist wieder eine Müllhalde. Ja. Das wird wahrscheinlich so alle 10 Minuten passieren. Oh, du hast ein magisches Schwert, ne? Ja. Hab ich gerade bekommen. Heilkugeln. Ein Spinnenkill. Ich frag mich, wofür der meiner ein Schwert braucht. Der wirft doch eh immer nur so am Kuchen, wo Spinnen drin sind. Ja, ist bei mir auch so. Ich frag mich auch. Der Deiner könnte einen guten Zauberstab gebrauchen. Das wäre ja irgendwie logisch, aber irgendwie. Ich hab ja von Anfang an. Aber ich glaube, jetzt rennst du mit einer Keule rum, oder? Ja,
ich gucken. Magischer Streitkolben. Achso. Das sah sehr nach Keule aus bei mir. Ich hab zwar einen Zauberstab, aber. Komm, wir gehen jetzt hier weiter. Hier diese mystische Treppe hoch. Da den Weg entlang über die Brücke. Und schließlich zu der Straße nach Altristram. So. Oh, hier sind Gehängte und ein toter Dorfbewohner. Hier sind Feinde, komm mal schnell. So. Bin schnell da, ich werde. Sind schon tot. Hier ist eine Handaxt. Und hier ist dann auch wahrscheinlich schon, das blinkt da schon so. Oh, sind das für Aasgeierfresser hier? Ringer Heiltrank. Ah, da kommen noch welche. Geht direkt in die Kathedrale. Jetzt noch. Ja, ich kill hier schon mal. Hier geht's auch schon runter. Weißt du, woran mich das gerade erinnert? An, Pokémon, was war das? Hatten wir da gezockt, als wir klein waren. Mystery Dungeon, Erkundungsteam Dunkelheit. Ja, ich weiß, das waren aber zufallsgeneriert. Ja, für den DS. Nintendo DS Lite, wobei ich nie einen hatte. Ich hatte nur diesen ganz normalen. Den ersten DS, den es gab, hatte ich. Aber meiner lebt immer noch, jetzt über 6 Jahre oder so. Ja, das funktionierte bei mir hinterher nicht mehr, weil mein Touchscreen war dann leider defekt. Kommt hier auf den Schatzgoblin schnell. Der beamt sich sonst in so eine andere Dimension und komm schnell, hau auf ich den. Nicht genug Nein! Nein! Wir müssen ihn schnell killen, komm zu mir! Bevor der sich gleich weg. Meine Taschen geht immer voll. Richtig viel, das ist immer sehr gut. Einmal kurz nochmal hier. Achso, ich habe auch ein Level Up gerade bekommen. Magisches Schild, magischer Beinschutz. Was hab ich denn hier noch hier? Und magischer Bogen, auch interessant. Magischer Handschuh habe ich schon. Aber ich glaube, du kannst keinen Bogen benutzen, oder? Keine Ahnung. Möchtest du magische Handschuhe haben? Ich hätte da welche. Warte mal eben, ich guck mal eben. Ich kann jetzt Zombiehunde beschwören. Geil. Nee, Handschuhe kann ich gebrauchen, das wäre gut. Oh, cool, danke. Magisch. Davon hatte ich komischerweise 2. So. Ja, kann passieren. Du bist ja jetzt hier wahrscheinlich das zweite Mal, weil du ja schon Level 5 bist. Hast du das wahrscheinlich schon gespielt? Ich brauche Arkankraft. Ja, mit Level 5 wäre das doch schwierig. So, Zombie-Hunde, komm! Da kommt so Aal raus. Ich bin geheilt. Ich kann nicht mehr. Ich jetzt mal. Oh, ich hab einen Massaker-Rekord. 15 Monster getötet. Und neues Wissen. Ja, das sind Groteske, die dann explodieren und da kommen dann Aale raus. Ich werde noch mächtiger. Ich weiß gar nicht, wo müssen wir denn lang? Ist egal, einfach mal erkunden. So, warte mal, ich beschwere jetzt Zombiehunde. Oha. Irgendwie ist das witzig, der beschwert immer voll viele Sachen, mein Ding. Weil die Zombiehunde sehen aber auch aus wie Gegner irgendwie. Ich brauche mehr Zeit. Sehr witzig, jetzt laufen wir hinterher, guck mal. Ach, wir haben einen Segen erhalten. Erlittener Schaden um 25% reduziert. Oh, wir müssen wahrscheinlich gar nicht lange hier rumirren, weil wir haben das direkt gefunden.
Dann erkunden wir nicht den Rest, dann gehen wir einfach mal direkt in den Neorix-Korridor. Ja, nehme ich an. Wahrscheinlich finden wir da den Deckard Cain. Toll bei mir. So. Elendes Gesindel! Zurück mit euch! Zurück! Hoffentlich stürzt es nicht ein! Ja, den müssen wir suchen. Oh, was kommt da für Böses? Des gefallenen Sterns hat mich erweckt. Und schon bald werden alle leiden, so wie ich gelitten habe. Warum bringt mir seine Knochen? Ich glaube, der kann nichts. Der kann nur irgendwelche Show-Effekte ziehen. Dann müssen wir dem, glaube ich, mal helfen. Doch, der kann was. Der hat so ein Stimmenmodul eingebaut. Und deswegen hat er so eine komische Stimme. Weil das haben auch die meisten, zum Beispiel in so Filmen wie Batman oder so, haben die Helden eigentlich oder die Stimmen, haben eigentlich gar nichts außer irgendeine Rüstung oder irgendein Stimmenmodul eingebaut, dass sie alle so eine dunkle Stimme haben. Der Kopfspalter. Tja. Aber die Zombie-Hunde sind gut, die laufen jetzt immer noch hinterher. Man kann mit denen interagieren, man kann die fortschicken. Was passiert denn? Ich mach das mal. Jetzt habe ich nur noch zwei. Dann beschwere ich mir jetzt einen neuen. So, jetzt habe ich wieder drei. Komm, wir hauen den wieder an hier, sprechen den direkt an, direkt weiter in der Story hier. Aber warum habt ihr euer Leben für mich riskiert? Weil wir cool sind. Weil ihr meine Hilfe brauchtet. Kommt, ich muss euch zu Lea zurückbringen. Oh, es ist wundervoll zu hören, dass Lea wohl auf ist. Ich hatte das Schlimmste befürchtet. Ich habe durch alte Karten, die ich einst fand, von diesem... Oh, wir müssen über den gefallenen... Oh, warte, warte. Wir erkunden das hier. Hier sind so Truhen. Lass das mal erkunden, ja. Nee, das ist die Kathedrale wahrscheinlich. Brauchst du nicht hin. Mal hier noch kurz gucken, vielleicht ist da noch eine Tour. Da waren wir ja schon, ist ja schon erkundet alles. Da brauchst du eigentlich nicht hingehen. So. Hier ist nichts, oder? Nee. Da hinten war nur ein Knochenhaufen, wo ein bisschen Geld drin war. So, dann auf nach Neu-Tristram. Ich habe mein Versprechen gegenüber Lea erfüllt und ihren Onkel Deckard Cain gerettet. Alles, was jetzt noch zwischen mir und dem gefallenen Stern steht, ist der Skelettkönig, der zurückgekehrt ist, um Tristram erneut in Finsternis zu stürzen. Der Skelettkönig. Ich finde das, ich hoffe, das wird bei dir auch noch nicht so sein. Ich hoffe, das wird bei Diablo nicht so sein. Es gibt ja so viele Spieler, da wird dann immer ein total langer Hype gemacht und es wird stundenlang diskutiert über den ach so bösen Endgegner. Was passiert am Ende? Dann kriegst du den mit einem Schlag tot. So war es ja auch bei Dead Island. Nee, aber ich habe das ja schon bis Akt 3 mit einem anderen Charakter gespielt, da bin ich dann Stufe 28. Was könnt ihr da, also das ist ja hier noch Akt 1. Akt 1 ist eigentlich alles ziemlich Einführung und da kommen dann zwei solche Bosse. Einmal der Skelettkönig und dann noch ein anderer, aber ich möchte jetzt noch nicht zu viel verraten, für welche, die das jetzt noch nicht kennen. Aber die haben dann auch ordentlich Leben und ist zwar jetzt nicht so schwierig, die zu besiegen, aber... Es ist jetzt auch nicht so einfach. Also ist eigentlich gut. Eine gute Herausforderung für den Anfang erstmal. Ich war einst unser geliebter Herrscher Leoric. Er wurde von Diablos Bösem in den Wahnsinn getrieben. Er hat seine beiden Söhne verloren. Und auch seine Seele selbst, bevor er endlich besiegt wurde. Nun scheint es, als wäre er auferstanden, um dieses Land erneut heimzusuchen. Leorics Schicksal ist tragisch, doch mir geht es um den gefallenen Stern und der Skelettkönig ist mir im Weg. Der Schlüssel, ihn zu besiegen, ist seine alte Krone. Sucht unseren Schmied Hedrick auf. Er weiß, wo sie zu finden ist. Ja,
Ja, ich habe aus Versehen meine Hände beschworen. Ich habe gerade meinen Schrott verkauft. Tristram wurde schon von vielen Schrecken heimgesucht und hat standgehalten. Können wir jetzt... Ah, gut. Müssen wir jetzt zum Schmied Hedrick Imon? Was nicht kaufen willst, pass es auch nicht an. Ich mag es, wenn meine Ware... Würde ich nicht. Man findet da eigentlich bessere Dinger. Ich würde da jetzt kein Geld für verschwenden. Das bringt nicht viel. Man findet relativ schnell viel bessere Dinger. Und wenn man die dann für 600 kauft, am Anfang vor allen Dingen, würde ich jetzt nicht machen. Schmied? Deckard Cain sagte, ihr könntet helfen, die Krone Leorix zu finden. Nicht jetzt. Meine Frau, sie ist im Keller eingeschlossen. Genauso wie die anderen, die gebissen wurden. Mir wurde aufgetragen, sie alle zu töten. Aber wie soll ich meine eigene Frau umbringen? Ich weiß, dass es schwierig sein wird, aber sie würde es wollen. Ich werde euch helfen. Sie würde es wollen, dass es stirbt. Sehr interessant. Also, wenn es dann dramatisch weitergeht mit seiner Frau und, und Diablo Stoney, werdet ihr dann im nächsten Part sehen. Wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit. Danke fürs Zusehen. Danke fürs Zusehen und damit... Ich habe ein paar neue Waren, die du dir unbedingt...